So, zweiter Tag, neues Blatt. Ich erinnere dich an unsere Rechnung von gestern und dann an deine Maschenprobe. Du brauchst auf jeden Fall deine Nadeln. Ich habe jetzt hier eine kurze Nadel für den Halsausschnitt. Dann brauchst du insgesamt vier Maschenmarkierer und ich benutze immer einen andersfarbigen, damit ich weiß, wenn ich dann zur Runde schließe, wo vorne ist und wo meine Runde angefangen hat. Und später brauchst du noch einen Rundmaschenhalter bzw. zwei, um die Ärmel abzuteilen, aber den zeige ich dir dann an gegebener Stelle. Heute ist noch mal ein bisschen Rechnen angesagt und dann geht es auch direkt ans Anschlagen. Du hast also gestern deine Maschenprobe ausgerechnet und deinen Halsumfang ausgerechnet. Ich zeige es dir noch mal ganz kurz und mache noch mal unser Bild auf. Unser Bild sah so aus. Hier war der Hals. Der hat insgesamt 96 Maschen in unserem Beispiel. Hier sind meine Raglan-Schrägen. So. Hier ist das Rückenteil. Hier ist das Vorderteil. Und hier sind die Ärmel. Und hier ist der andere Arm. So. Jetzt habe ich ausgerechnet, Rückenteil hat 32 Maschen, Vorderteil hat 32 Maschen und der Ärmel hat jeweils 16 Maschen. So, so weit, so gut. Da sind jetzt die Raglan-Schrägen hier schon mit drin. Die musst du also von deinen Maschen, die du ausgerechnet hast, abziehen und kannst sie nicht dazugeben, denn sonst würde ja dein Halsausschnitt größer werden. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier jeweils eine Masche abzuziehen. Dann habe ich 31, 15, 31, 15. Dann hätte ich hier an der Raglan-Schräge jeweils eine Masche. Ich kann aber auch sagen, ich nehme jetzt rechts und links immer eine Masche weg. Das heißt, ich nehme hiervon sozusagen zwei weg vom Ärmel und ich nehme hier zwei weg, also eins rechts und eins links vom Vorderteil. Ich nehme hier zwei weg wieder und ich nehme auch hier zwei weg. Das heißt, ich habe dann sozusagen Vorderteil 32 Maschen minus 2 sind 30 Maschen. Hier wären es dann 14. Hier sind es auch wieder 30 und hier sind es dann auch wieder 14. Und dann hat die Schrägung hier jeweils zwei Maschen. In der Anleitung, die du unten im Video findest, habe ich dir noch eine Variante mit vier Maschen für die Schräge ausgerechnet, damit du siehst, wie sich das verändert. So. Hier die Schrägen haben jeweils 2 und wenn die 2 haben, dann haben wir hier 14, 30, 30 und 14. Das wäre die Aufteilung mit den Raglan-Schrägen. Du kannst in so einer Raglan-Schräge ja auch ein Muster unterbringen und dann zählt das, was quasi du der Raglan-Schräge an Maschen zuteilst, immer von den Ärmeln, Vorder- und Rückenteilen weg. Ganz nebenbei, wenn du eine ungerade Maschenanzahl hast, das heißt, die sich nicht durch drei teilen lässt, dann ordnest du die zusätzlichen Maschen immer dem Vorderteil zu. Das hängt damit zusammen, dass natürlich der Mensch in der Regel auch vorne etwas mehr dran hat als hinten. Also ich meine, du als Frau wirst das sicherlich kennen. Dein Rücken ist nicht ganz so breit wie dein Vorderteil, denn da gibt es ja bei Frauen zumindest noch Brüste und Männer haben in der Regel auch immer eine recht stolz geschwellte Brust, der man durchaus ein paar Maschen mehr zuteilen kann. Wenn das bei dir genau aufgeht wie bei mir, gar kein Beinbruch, dann ist auch okay. So, jetzt schlägst du aber niemals die ganzen Maschen hier gleichzeitig an. Das kannst du durchaus machen, aber dann hast du einen Ausschnitt, der auch im Rücken weiter nach unten zieht und das möchte man in der Regel nicht. Das heißt, wir schlagen hier nicht die Maschen des Vorderteils an, um da vorne ein bisschen
runterzukommen, sondern wir nehmen hier nur die Maschen des Ärmels, des Rückenteils und des zweiten Ärmels und rechts und links neben den Raglan-Schrägen noch zwei Ärmel vom Vorderteil. Das heißt, ich habe hier für meine Raglan-Schräge zwei Maschen, hier jeweils zwei Maschen für die Raglan-Schräge. Dann habe ich in meinem Beispiel 30, 14, 14 und vom Vorderteil, damit ich hier auch Maschen zunehmen kann, nehme ich hier rechts und links zwei. Das heißt, letztlich ist dieser Ausschnitt, das was du anschlägst, gleich deiner Gesamtmaschenzahl, Halsausschnitt, entspricht 96 Maschen minus errechnetes Vorderteil, das heißt abzüglich der Raglan-Schrägen, sind also minus 30. Das sind dann 96 minus 3 und dann plus 4, denn du hast ja hier vorne rechts und links zwei Maschen stehen lassen. Das entspricht dann also 96 minus 30 ist 66 plus 4 ist gleich 70 Maschen, die du anschlagen musst. Das ist das, was wir hier machen, damit wir hier eine leichte Schrägung kriegen. So, für den Rundhalsausschnitt arbeiten wir ja eine solche Biegung. Das heißt, wir nehmen hier vorne, ich male nochmal die Schrägen hier rein, wir nehmen hier vorne dreimal eine Masche zu, in der Hinreihe immer, und die restlichen Maschen schlagen wir alle gleichzeitig an. Damit erreichst du, dass du hier ein bisschen tiefer kommst. Streng genommen sieht das so aus. Du kommst also hier ein Stückchen tiefer und schließt dann und hast natürlich deinen Halsausschnitt vorne etwas tiefer als hinten. Wenn du mit sehr dünner Wolle strickst, machst du das viermal. Wenn du einen V-Ausschnitt haben möchtest, dann hast du hier auch wieder deine Schrägen, so, und dann ist ja der V-Ausschnitt so. Und dafür strickst du in jeder vierten Reihe, das ist gleich jede zweite Hinreihe, denn es gibt ja noch eine Rückreihe, rechts und links eine Zunahme nach der nächsten Masche. Das heißt, hier gibt es immer plus 1 in jeder vierten Reihe nach der ersten Masche. Und dazu musst du parallel gleichzeitig deine Raglan-Schrägen arbeiten. Und die Raglan-Schrägen machst du in jeder zweiten Reihe, beziehungsweise jeder zweiten Runde, das heißt jeder Hinreihe. Und wenn wir dann zur Runde geschlossen haben, in jeder Runde strickst du hier rechts und links von deinen Raglan-Schrägen eine Zunahme. Und wie das geht, das zeige ich dir natürlich jetzt. Du schlägst also deine Maschenanzahl an, die du brauchst. Ich schlage jetzt mal exemplarisch 24 Maschen an. Ich habe mir hier schon eine Anfangsschlaufe gebildet und damit ich nachher die Maschen auch wieder gut auffangen kann, arbeite ich hier mit einem gestrickten Anschlag. Das heißt, gehe hier rein, hol mir den Faden und leg den jetzt wie zum Rechtsstricken auf die Nadel. So, ich schiebe das mal hier unten runter weg, dann siehst du das vielleicht besser. So, dann hole ich mir wieder den Faden, leg den wie zum Rechtsstricken auf die Nadel. Da ich die Nadel schon drin habe,
kann ich den nächsten Faden auch wiederholen. Und so stricke ich jetzt meine 24 Maschen auf. Das hat den Vorteil, das ist schön elastisch und damit kann man auch ganz gut arbeiten und damit kann man auch ganz gut Maschen wieder aufnehmen, wenn es dann soweit ist. So. So, ich habe jetzt meine exemplarisch 24 Maschen. Korrekterweise hätte ich jetzt 70, aber damit unsere Runden nicht so lang sind und ihr nicht so lange warten müsst, mache ich das einmal in Miniatur. Also das sind 24 Maschen. So, jetzt sagt unser Beispiel, und dabei bleibt es auch immer, ich habe hier vorne zwei Maschen für das Vorderteil. Die kann ich schon mal abstricken. So, zwei Maschen Vorderteil. Und dann habe ich zwei Maschen für die Raglan-Schräge. Das heißt, ich stricke eine Masche. Wenn du jetzt eine Raglan-Schräge mit vier Maschen machst, dann würdest du natürlich zwei Maschen stricken und häng mir dort einen Marker ein. Dann stricke ich die zweite oder die dritte und vierte Masche der Raglan-Schräge, je nachdem, wie viele Maschen du machst. Dann stricke ich alle Maschen meines Ärmels. In unserem Beispiel wären das jetzt 14, in meinem Beispiel sind das jetzt, in meinem Miniaturbeispiel sind das 3. Dann haben wir hier wieder die zwei Raglan-Maschen, das heißt, ich stricke eine davon und hänge mir den nächsten Marker ein. So. Dann stricke ich die nächste Raglan-Masche. Dann kommen alle meine Maschen meines Rückenteils. Das sind in unserem Beispiel 30. In meiner Miniatur sind das jetzt 6. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann kommt wieder meine eine Raglan-Masche. Dort kommt mein Markierer rein. So. Und dann wieder die nächste Raglan-Masche, dann wieder alle Maschen des nächsten Ärmels, eine Raglan-Masche, und hier dann wieder eine Raglan-Masche und die zwei Maschen des Vorderteils. So. Eigentlich hätte ich das jetzt links stricken müssen, so habe ich es auch in der Anleitung geschrieben. Ich habe das jetzt rechts gestrickt, weil ich nicht drauf aufgepasst habe. Das heißt, ich stricke mal eben eine Rückreihe und dann zeige ich dir gleich, wie es weitergeht. Du machst das eigentlich in der ersten Rückreihe, ja? So, ich bin wieder auf der Hinreihe angekommen und jetzt geht's los mit den Zunahmen. Und zwar folgendermaßen, hier vorne brauche ich keinen Marker, weil ich nehme immer nach der ersten Masche zu, egal ob jetzt für meinen V-Ausschnitt oder für meinen Rundhalsausschnitt. Und zwar mache ich die Zunahme wie folgt. Ich nehme jetzt hier die Masche, nehme die Masche, die drunter liegt, hoch und arbeite dort eine neue Masche rein. So, das Ganze habe ich natürlich auch noch als Video zu tiefer gestochenen Zunahmen, habe ich dir hier unten im Bild verlinkt. Dann stricke ich die nächste Masche. Jetzt bin ich hier bei meinen Raglan-Schrägen angekommen, denn mein Maschenmarkierer ist die Mitte von meiner Raglan-Schräge. So, und das heißt, ich habe jetzt hier rechts und links eine Masche, die die Raglan-Schräge bilden. Und ich gehe jetzt hier rechts in die Masche, unter die Masche und nehme dort tiefer gestochen eine zu, nach rechts gerichtet, stricke dann die nächste Masche, heb dann den Marker über, gehe hier rein, nehme dann diese Masche hoch und stricke auch hier wieder eine auf. So, und dann bleiben hier in der Mitte meine zwei Raglan-Schrägen, meine zwei Maschen für die Raglan-Schräge und hier rechts und links habe ich eine Masche zugenommen. Wenn ich vier Maschen für die Raglan-Schrägen hätte,
dann würde das so aussehen, dass ich natürlich zwei Maschen vor dem Markierer eine zunehme und zwei Maschen hinter dem Markierer eine zunehme. Das bestimmst du eben, wie du deine Raglan-Schrägen haben möchtest. Wir haben ja jetzt hier mit zwei Maschen Raglan-Schrägen gearbeitet, also machen wir das auch so. Ich könnte natürlich jetzt auch hier meine Masche aus dem Querfaden zunehmen oder ich könnte auch einen Umschlag arbeiten und damit ein Loch machen oder ich kann auch ein KFB machen. Das bleibt euch selbst überlassen. Das hängt ein bisschen von der Optik ab und das hängt ein bisschen von der Optik ab, die ihr haben wollt. So, hier ist meine nächste Raglan-Schräge am Maschenmarkierer, also die arbeite ich auch. Dann arbeite ich mich über mein Rückenteil rüber zur nächsten Raglan-Schräge. Wieder in unserem Fall jetzt bis eine Masche vor dem Markierer. Arbeitest du mit vier Maschen breiten Raglan-Schrägen, dann arbeitest du bis zwei Maschen vor dem Markierer. Und auch hier arbeite ich wieder meine tiefer gestochene Zunahme. So. Und hier kommt die nächste. Direkt eine Masche danach. Dann habe ich hier meine Ärmelmaschen. Dann habe ich da drunter meine nächste Masche, die ich zunehme, weil ich eine Masche vor dem Markierer bin. Markierer überheben, diese Masche stricken und die nächste Zunahme nach der Raglan-Schräge. Dann kommt noch eine Masche. Und jetzt ist hier meine letzte Masche. Und aus der nehme ich auch hier aus dem Bogen, der darunter ist. Hier ist der Bogen, der darunter ist. Den nehme ich rauf. Und auch daraus nehme ich eine weitere Masche zu für den Ausschnitt. So. Und jetzt kann ich schon eine Rückreihe linker Maschen stricken und die stricke ich komplett von vorne bis hinten durch. Und das mache ich eben mal fix und dann zeige ich dir, wie die zweite Reihe geht. So, meine Rückreihe habe ich gestrickt. So sieht das dann aus. Und ich kann jetzt meine nächste Hinreihe stricken. Für meinen Rundhalsausschnitt nehme ich jetzt hier wieder nach der ersten Masche eine zu. Da kommt die Masche raus. Da gehe ich auch rein und dann nehme ich eine zu. Für den V-Ausschnitt würdest du jetzt hier vorne einfach nur rechts stricken und erst in der nächsten Hinreihe wieder zunehmen. Dann stricke ich wieder bis eine Masche vor den Raglan-Schrägen. Nehme hier eine Masche zu, stricke die Raglan-Schräge, heb den Marker über, stricke die Masche danach, nehme meine Zunahme danach. Strick über meine ganzen Ärmelmaschen. Strick die Zunahme vor dem Markierer. Heb den Markierer. Strick die Masche danach. Strick die Zunahme danach. Und strick dann über meine Rückenteilmaschen. Das machst du natürlich jetzt immer in der Hinreihe mit allen Raglan-Schrägen so. Das heißt wirklich immer bis eine Masche vor dem Raglan-Markierer oder bis zwei Maschen vor dem Raglan-Markierer, je nachdem, wofür du dich entschieden hast, eine Masche zunehmen, Raglan-Masche stricken. Ups, da flog der Markierer raus. Markierer überheben, zweite Raglan-Masche stricken, die Zunahme arbeiten. Über die Ärmelmaschen drüber bis zur nächsten Raglanmasche, dort wieder zunehmen, Raglanmasche stricken, Marker überheben, Raglanmasche stricken, Zunahme arbeiten, dann die Maschen bis vor die letzte Masche und eben aus der letzten Masche noch eine zunehmen. So, für den Rundhals und ansonsten würdest du hier eine Zunahme auslassen. So, jetzt geht es wieder
zur Rückreihe und dann wieder eine Hinreihe für den Rundhals mit den Zunahmen. Und dann zeige ich dir, wie insgesamt vorne der Rundhals geschlossen wird. Beim V-Ausschnitt machst du das natürlich noch eine Runde weiter. So, ich habe auch hier wieder meine Rückreihe gestrickt und für meinen Rundhals bin ich jetzt schon da angekommen, wo ich hin muss. Ich stricke die erste Masche und nehme hier nicht zu, sondern ich stricke jetzt bis zu meinen Raglanmaschen und stricke dann da meine Zunahme. Raglanmasche Marke heben, nächste Raglanmasche wieder eine Zunahme und über die Ärmelmaschen drüber weg. Und so natürlich auch ganz normal bis zum Ende hin. Hier ist meine nächste Raglanmasche und ich mache mal eben fix die Reihe bis zum Ende und dann zeige ich dir gleich, wie du die Maschen aufschlägst. Auf jeden Fall machst du das natürlich, wenn du einen V-Ausschnitt arbeitest, vorne die Zunahmen am Hals nur in jeder zweiten Hinreihe, sprich in jeder vierten Reihe. Und dann wächst dein V-Ausschnitt langsamer und du machst die Zunahmen so lange, bis du die Maschenanzahl erreicht hast, die hinten ist. Also das heißt, du musst hinten, das zeige ich dir gleich, einmal zählen, wie viel deine Rückreihe bzw. wie viel dein Rückenteil hat und genauso viele Maschen bzw. zwei mehr brauchst du auch am Vorderteil. So, ich habe jetzt hier meine Raglanschräge und ich arbeite wieder meine Zunahme. Bin dann hier vorne angekommen und habe eben jetzt hier meine Maschen. Ich könnte natürlich, ich weiß ja vorher, wie viele Maschen ich weniger aufgenommen habe. Das heißt, wir haben ja hier eigentlich errechnet, dass wir 30 Maschen im Vorderteil haben. Davon sind ja schon 4 eingearbeitet. Das heißt, 26 Maschen müssen wir aufnehmen zum Vorderteil. Wenn ich jetzt rechts und links immer eine zunehme, nehme ich ja zum Vorderteil hin 2 Maschen in jeder Hinreihe zu. Das heißt, die werden immer paarweise. Für einen V-Ausschnitt heißt das, ich muss insgesamt 13 Zunahmereihen stricken, bis ich zur Runde schließe. Und für meinen Rundhals heißt das, ich habe ja gesagt, 3 bis maximal 4 Reihen stricken wir da. Das heißt, 3 Zunahmen sind 6 Maschen. Das heißt, ich muss dann noch 20 Maschen in der Mitte aufnehmen. Wenn dir das zu viel Rechnerei ist, kannst du auch was ganz Einfaches machen. Du zählst hier hinten deine Maschen zwischen den Markern, nämlich die Maschen vom Rückenteil. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12 und 14, ja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 und dann zählst du vorne deine Maschen, das sind 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, da habe ich sogar schon eine zu viel, 2, 4, 6, 8, genau, jetzt habe ich hier vorne schon 16 Maschen und hinten 40, das heißt, ich habe schon 2 zu viel. Das liegt aber daran, weil ich so ultra wenige Maschen genommen habe, damit unser Strickstück schneller wächst. Ich schlage jetzt zu Demonstrationszwecken für meinen Vorderteil einfach nochmal 2 Maschen auf, um dir zu zeigen, wie du das in der Runde strickst. Und zwar gehe ich dafür mit der linken Nadel in die gerade gestrickte rechte Masche von der rechten Nadel rein, drehe das Ganze einmal und strick jetzt hier aus dieser verdrehten Masche, dafür musst du es wirklich drehen, weil sonst geht es nicht, noch eine Masche heraus. Da habe ich eine Masche aufgeschlagen und das gleiche mache ich nochmal und damit habe ich die zweite Masche aufgeschlagen. Ich schlage jetzt mal 2 an und dann schlage ich, weil ich jetzt hier 2 anschlagen muss, dann schlage ich noch eine Masche zum Verknüpfen an. Diese Masche wird nicht gezählt, die wird nämlich gleich wieder abgenommen. Um jetzt zur Runde zu schließen, lege ich jetzt meine linke Nadel in die gerade gestrickte rechte Masche, drehe das um,
schiebe das jetzt mit der hier zu der anderen Masche hier drüben rüber und stricke jetzt diese Schlinge, die ich gerade gebildet habe, mit der nächsten Masche zusammen. Das garantiert mir, dass ich hier keinen so ollen Übergang habe, sondern der ist jetzt schön gleichmäßig. So, jetzt stricke ich einfach eine Runde glatt rechts rüber, denn das wäre jetzt unsere Rückreihe. Wir haben jetzt nämlich nicht gewendet, sondern du siehst, hier ist gerade eben die Zunahme passiert. Wenn du das mit dem Umschlag gemacht hättest, hättest du jetzt hier ein Loch, was du abstrickst, beziehungsweise noch den Umschlag auf der Nadel. Das heißt, ich stricke jetzt hier ganz normal in Runden weiter und arbeite damit weiterhin eine Runde rechts und eine Runde dann nur die Zunahmen an meinen Raglan-Schrägen. Das heißt, ich arbeite wirklich nur Zunahmen hier an der Schräge, am Markierer, und hier siehst du schon, wieso sich langsam diese Raglan-Masche und diese Raglan-Schräge bildet. Und so strickst du weiter, bis du kurz vor dem Ende deines Ärmels bist. Diesen Ärmel, hier ist der Ärmel, kannst du ausmessen, indem du einfach von deinem Halsausschnitt bis unter den Arm misst. Das kannst du aber auch ganz einfach machen, indem du hier ein ganz langes Seil reinziehst und dieses lange Seil so lang machst, dass du deinen Pullover anziehen kannst. Und wenn dann dein Strickstück hier bis unter den Arm geht, dann bist du auf dem richtigen Weg, denn dann bist du richtig. Ich stricke mal meine Raglan-Schrägen vor, denn ich möchte dir hier unten noch eine schöne Methode zeigen, wie sich der Ärmel schöner an den Körper anschmiegt, denn der Mensch ist ja nicht so, dass er hier vorne platt ist und dann einfach zusammentrifft, sondern der Körper hat ja doch auch ein Stückchen Breite. Und das ist bei normalen Ärmeln, ich nehme mal diesen hier, normaler Ärmel, wenn du eine Armkugel hast, die sieht ja auch immer so aus. Und genau diese Stellen gehen unter deinen Arm, damit er nicht natürlich schön an den Körper schmiegt. Das machen wir jetzt mit unserem Raglan auch. Das heißt, unser Raglan läuft so und dann so aus, damit er sich schön an den Körper anschmiegt. Wie das geht, zeige ich dir gleich, wenn ich bis hier zum Ende meiner Raglan-Schrägen gestrickt habe. So, mein kleines Pulloverchen ist also gewachsen, mein Miniaturpullover. Bei dir sieht das bestimmt ein bisschen anders aus. Du kannst hier, ich zeig dir den mal von oben, hier ist quasi mein Halsausschnitt. Da, wenn ich das zusammenklappe, ist der also tiefer als der Rückenausschnitt. Hier sind meine Raglan-Schrägen, da. Und du siehst jetzt genau eins, wenn ich mit diesen tiefer gestochenen Zunahmen arbeite, und ich hatte ja hier zwei Raglan-Maschen, dann sehen diese zwei Raglan-Maschen aus wie eine, weil aus dem einen Beinchen, das siehst du hier genau, wenn ich dir das vorhalte, weil aus dem einen Beinchen immer die neue Masche krabbelt. Deswegen nehme ich gern auch vier Maschen hier für die Raglan-Schrägen, weil dann hast du hier wirklich so ein kleines breites Gürtelchen, was ich an sich sehr hübsch finde. So, also mein Pulli ist jetzt lang genug für diesen Punkt hier also. Und jetzt muss ich die Ärmel ausarbeiten. Also in herkömmlichen Anleitungen wirst du das finden, dass du wirklich gerade runter strickst bis hier und dann nimmst du hier ein paar Maschen auf, um diese Biegung zu kriegen. Wir nehmen auch hier nachher ein paar Maschen auf, aber ich möchte halt einfach diesen Bogen hier haben, damit dein Pulli besser sitzt. Und um diesen Bogen rauszuarbeiten, machst du Folgendes. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Das heißt, du arbeitest jetzt hier in der Körperseite. Ne? Hier ist dein Vorderteil, hier ist dein Rückenteil. Und die erste Zunahme geht zum Körper. Da arbeitest du eine Zunahme. Wie gehabt, da gehört die hin. So, danach arbeitest du deine Raglan-Masche und alle Ärmelmaschen ohne eine Zunahme, denn ich lasse jetzt hier bei den Ärmelmaschen eine Zunahme aus. So.
Dann kommt hier wieder mein Rückenteil. Da arbeite ich natürlich wieder meine Zunahme und arbeite wieder über alle Rückenmaschen drüber. Nehme hier wieder zu, weil das gehört ja noch zum Rückenteil. Hier sind wieder meine Ärmelmaschen. Da stricke ich einfach drüber ohne Zunahme. So, ohne Zunahme. Und dann bin ich jetzt hier wieder auf der rechten Seite des Vorderteils angekommen. Das heißt, dort arbeite ich wieder eine Zunahme. Das gleiche mache ich jetzt in der nächsten Runde auch nochmal. Denn das ist eigentlich die Zwischenrunde, also die Runde, wo nicht zugenommen wird. Und da arbeite ich auch zum Vorderteil hin eine Zunahme und zum Rückenteil hin die Zunahme und zu den Ärmeln hin keine Zunahmen. Normal würdest du hier komplett glatt rechts drüber stricken, aber um diese Schrägung zu bekommen, arbeiten wir hier in den zwei Runden jeweils Zunahmen zum Vorderteil und zum Rückenteil hin, aber keine Zunahmen an den Ärmeln. So, jetzt bin ich wieder da angekommen. Das heißt, hier kommt die Zunahme direkt wieder und wieder keine Zunahmen über die Ärmel. Das heißt, die gleiche Runde wie zuvor. Und das mache ich jetzt mal die Runde rum und dann zeige ich dir, wie es in der nächsten Runde weitergeht. So, meine Runde ist fertig und ich habe jetzt zwei Runden gestrickt und dabei habe ich halt Stärke hier am Vorderteil zugenommen und am Ärmelteil gar nicht zugenommen. In der nächsten Runde nehme ich wieder sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde zum Vorderteil hinzu, aber diesmal nehme ich auch einmal am Ärmel zu, also rechts und links an der Raglanschräge des Ärmels natürlich, und auch am Ende der Raglanschräge des Ärmels, und in der zweiten Reihe, die immer dazugehört, nehme ich wieder nur zum Vorderteil hinzu und nicht am Ärmel. Das heißt, beim Ärmel bleibt es diesmal so, wie wir es die ganze Zeit gestrickt haben, wie gehabt. Und zum Körperteil nehme ich wieder stärker zu, nämlich in jeder Runde. Und das stricke ich jetzt auch nochmal fertig, also diese Runde, die ich überall zunehme, und die nächste Runde, die ich nur zum Ärmel hinzunehme. Vielleicht noch als kleine Rechensache: Wir haben die ganze Zeit an den Raglanschrägen immer 8 Maschen zugenommen, denn es sind ja 4 Raglanschrägen. Und ich habe insgesamt ja immer rechts und links dieser Schräge eine Masche zugenommen. Das heißt, wir haben insgesamt 8 Maschen immer zugenommen. Auf 2 Runden, denn wir haben ja immer die zweite Runde ohne Zunahmen gestrickt. Jetzt haben wir gerade eben auch 8 Maschen in 2 Runden zugenommen, denn wir haben 2 Runden A4 Zunahmen gemacht. Das heißt, im Grunde genommen verändert sich die Zunahmenzahl nicht, aber die Anzahl deiner, die Anzahl der Zunahmen verändert sich natürlich nicht, aber die Richtung deiner Zunahmen, die verändert sich ein Stück und die sorgt dafür, dass dein Strickstück eben am Ende verändert ist. Jetzt habe ich ja eine Zunahme vergessen vor lauter Quatscherei. Die mache ich natürlich noch. So. Und dann bin ich jetzt schon wieder in der zweiten Runde angekommen, die ich einmal komplett über alle Maschen drüber stricke. Und das mache ich jetzt auch. Und dann passiert danach genau das Gleiche nochmal. Also diese 4 Reihen, die du eben gestrickt hast, die strickst du danach nochmal. Und dann zeige ich dir nämlich gleich, wie das aussieht an unseren Raglanschrägen hier unten und wie die sich dadurch verändert haben.
So, ich habe jetzt alle meine Zunahmen gearbeitet und du siehst, bei mir wird es langsam eng auf der Nadel und jetzt siehst du auch mal, was passiert, wenn ich dir das auseinanderziehe. Du siehst, dass unser Raglan vom Körper einen Schwung Richtung Ärmel macht und dieser Schwung ist, wenn ich dir das umdrehe, geht der genau unter die Achselhöhle und unter die Achsel und da soll der nämlich auch hin, weil da soll der Pulli gut sitzen. Und unser Ärmel macht das mit und da soll der auch hin. Und durch die Methode, die ich dir im nächsten Video zeige, nämlich im dritten Teil unseres Raglan Knit Alongs, siehst du noch, wie der Ärmel sich schön abteilt und wie du diese olle Wulst, die sich öfter bildet, durch die alte Raglan-Strickmethode nämlich nicht hast, sondern wie der Raglan-Ärmel sich schön unten anschmiegt. An sich hast du jetzt natürlich ausgemessen, zum Beispiel, wie lang diese Raglan-Schräge ist. Das heißt, du hast bei dir vom, ich nehme das mal ran hier, das heißt, du hast bei dir vom Hals bis unter den Arm gemessen und dieses Maß stimmt mit deiner Raglan-Schräge überein. Das ist eine Methode, das zu überprüfen. Die einfachste Methode ist wirklich, das Ding auf ein langes Seil zu ziehen und anzuprobieren und zu gucken, geht er über die Brust drunter, sitzt er gut unterm Arm, ist das unterm Arm hier auch lang genug oder zwickt das unter der Achsel, ist mein Ärmel denn auch weit genug und passt der gut? Und wenn dem so ist, dann ist alles prima, dann bist du fertig. Wenn dem nicht so ist, musst du natürlich noch ein bisschen weiter stricken und deinen Bogen hier auch noch ein bisschen weiter verführen. Da dürften allerdings dann eine weitere Sequenz mit 4 Reihen fast genügen, denn so viel ist das gar nicht. Und das wird ja jetzt rapide breiter hier im Vorderteil. Am Ärmel nehmen wir am Ende auch noch ein paar Maschen zu. Insgesamt, wenn wir uns um den Ärmel kümmern, das heißt, keine Bange, der wird halt auch nicht zu eng sein. Und eine weitere Methode ist, dass du das einfach auf einen gut sitzenden Pullover auflegst und guckst, wie das aussieht und guckst, wie das wirkt. Und du siehst übrigens hier, so wie ich das jetzt habe, im Gegensatz zu vielen Raglan-Ärmeln, die dann einfach hier komplett weggehen und dann gerne mal hier eine Beule machen, sitzt der halt gut, weil der hat hier durch die Strickart tatsächlich sowas wie eine Schulter. So, wenn du das auf einen gut sitzenden Pullover gelegt hast und da passt das auch, ist auch alles tutti. Oder deine finale Methode ist einfach, du hast dir ja deine Maschenprobe mal ursprünglich genommen. Ne? Das sind 16 Maschen auf 10 cm in unserem Rechenbeispiel. Und dann misst du einfach deinen Brustumfang und rechnest deinen Brustumfang in Maschen um. Wenn dein Brustumfang so viele Maschen hat wie das Vorder- und das Rückenteil zusammen, dann bist du auch an der richtigen Stelle angekommen. Dann ist auch alles richtig. Du siehst also, du hast mehrere Methoden zu überprüfen, ob du jetzt an der richtigen Stelle bist. Ich wünsche dir bis dahin auf jeden Fall erstmal viel Spaß beim Stricken und freue mich, wenn wir uns im dritten Teil unseres Knit Along wiedersehen, wo ich dir nämlich zeige, wie man die Ärmel abteilt und wie man den Körper weiter strickt.